Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Summer Geeks 2 German von mir, Ninjashitendo. Im letzten Video haben wir hier uns an dieser Stelle festgehängt. Und zwar den grünen Stern, den dritten grünen Stern dieser Welt hier. Und den machen wir jetzt in diesem Video weiter. Ich bin wieder euer Ninjashitendo und Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, der nervigste grünen Stern hier. Ich glaube, da habe ich damals auch mal lang gebraucht für beim ersten Durchspielen. So, und darauf... Ach, wir müssen noch runter. Was will ich denn mal mit hoch? Das bringt mir noch gar nichts. So, tschüss. Weg mit dir. So. Ich weiß auch nicht, ich kann ihn nicht einschätzen. Wo ist der? So, jetzt mal hier mal gut Glück. Da, keine Ahnung, wo der ist. Das ist so blöd mit der Perspektive. Ich kann die auch nicht drehen, die Perspektive. Aber ich meine, das ging nur so, den Grünstein zu holen. Weil anders geht das nicht. Da bin ich mir, glaube ich, sicher. Ach, komm schon. So, zack, da rauf hier. Und Weitsprung, Sprung, Sprung hier rauf. Und warten. Auf diese sehr schnellen Plattformen. So, so, so. Und rüber. Und warten. Und rüber. Und warten. Und zack. Da ging das irgendwie mit so einem Dreier, keine Ahnung, Sprung. Aber wenn, dann bitte wie? Das ist ja auch voll total hoch. Guck mal, geht ja nicht. Autsch. Ja, nervt doch nicht, ey. Oh, ich wünsche, man könnte die Perspektive ändern, aber es geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Weiß es nicht. Der ist irgendwo hier. Ich weiß es nicht. Wo ist der? Ich muss, glaube ich, mehr nach hinten. Hinten. Ja, nur 6 Leben, okay. Boah, das ist so ein blöder Grünstern, ey. Der ist richtig nervig. Oh, perfekt auf diese Spalte darauf gekommen. Oh Mann. Noch herauf und ich will jetzt ja auch nicht ein ganzes Video hier verbrauchen, den blöden Grünstern zu holen, wenn überhaupt. So, hier rüber dauert auch so lange, bis man mal da ist, ey. Und hier rüber, zack. Tschüss. Also wenn es so aussieht, dann müssen wir mehr nach hier. Oder wie? Ich habe keine Ahnung, wo war ich denn jetzt gewesen? Nee, ich muss mehr nach hinten. Nach hinten muss ich. Ich muss nach hinten. Gut, merken, mehr nach hinten. Oh, nice, verpasse ich die Plattform. Oh. Ach Mario, was kannst du nur? Oh Gott, das wird gar nicht gut enden. Aua, ja. Nee, komm, Philema, jetzt auch keinen Bock hier gleich noch zu sterben. Boah, der regt mich ein bisschen auf der Grünstein, weil ich nicht weiß, ob das, was ich mache, richtig ist. Aber ich meine, das habe ich damals auch so gemacht. Das hat geklappt auch. So, hier rauf. Ich kann es halt auch nicht einschätzen, weil man die Perspektive so blöd sieht, man die Kamera da nicht drehen kann. Wie komme ich da nur hin? Oh. Vielleicht mal erstmal alle vier fertig. Wäre irgendwie auch keine schlechte Idee. Heißt du, tschüss. Du. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss, Leute. Und zack. So. Jetzt kann man sich das mal anschauen. Guck mal, der ist ja auch nicht da drauf. Guck mal, man kann sich das hier nicht anschauen. Kann man sich hier noch ganz anschauen? Ja, kann man sich so. Kann man aber nicht mehr sehen, ob der da... Oh. Oder wirklich ganz knapp am Rand. Naja, das ist viel zu hoch. Nein! Ist mir auch noch runtergefallen. Nein. Aber für den Dreisprung ist es leider zu hoch. Okay, man muss sich fallen lassen. Das geht halt gar nicht. Aber Problemfrage ist, wie? Wie lasse ich mich perfekt fallen? Das ist da leider jetzt die Frage. So. Darauf bitte. Dankeschön. Da geht man gerade echt... Oh, wir haben schon wieder 5 Minuten hier für diesen blöden Stern rum, ey. Da tut mir auch gerade ein bisschen leid, Leute.
Aber leider gibt es manchmal solche Sachen und das ist halt so ein blöder Grundstein. Die haben so richtig blöd eingetan. Hätte sie auch einen Dreiersprung gereicht? Nein, man muss sie fallen lassen. Irgendwie auf gut Glück. So, das heißt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier mehr hin. Ja, wir haben ihn. Ah, der Trick der Lösung war nicht an der Ecke da, sondern da vorne. Okay, gut. Den Grünstern haben wir. Gut, den brauchen wir nicht mehr sehen. Wohl doch, den sehen wir jetzt nochmal. Hallo, Grünstern. Was böse versteckt. Gut, dass wir dich jetzt haben. Gut, kleine Unterbrechung. Aber wir haben den Grünstern. Und das ist wichtig. So, einen Augenblick. Was willst du? Was willst du? Komm, her. Die letzte Galaxie war anscheinend schon vermutlich war, aber weißt du, ich wollte dir sagen, dass wir bla bla bla. Langweilig. Erstens, wir sammeln keine Powersterne mehr, wir sammeln jetzt Grünsterne. Also ist der Text total falsch. Gut. Dann machen wir es hier noch weiter mit der Honighüpfer-Galaxie. Und ja, schauen wir mal. Kometenalarm, Kometenalarm, Kometenalarm. Und Grünstern 1. So, zack, zack, zack. Ach ja, kann ich nicht überspringen. Wo ist der Grünstern? Ist er denn nicht? Lustig ist, die könnt ihr noch gar nicht sehen, obwohl doch, die geht ja mit den Augen da schon vor. Naja, gut. So, Honighüpfer-Galaxie. Hallöchen. Dann wollen wir mal zur Biene werden. Und. Nee. Und an den Honig. So, Honig. Und hier rauf. So, und zack, hier hin. Und dann hier ein bisschen. Ich glaube, hier am Anfang war kein Grünstein. Meint war alles da auf dieser großen Plattform drauf. Daher mache ich hier mal ein bisschen voran. So, so. Ganz schnell hier im Speedrun-Modus. Ob bitte reicht das? Ja, es reicht, danke. Wo ich meinte, hier war noch ein Grünstern. Bin mir auch gerade nicht ganz sicher. Ne, warte, auffüllen, genau. So und hier hin. Und dann hier nochmal. Okay, haben wir geschafft. Dann nochmal auf den erwarten. Die Wasserblasen gehen dann trotzdem weiter. Ah, genau, ich weiß nochmal die Grünsterne. Ja, jetzt weiß ich einen. Und zwar. Ah, ich habe keinen Grünstern. Da war keiner drin. Da war er. Da war keiner drin. Da war einer. Gut, habe ich nicht gesehen gehabt. Aber gut. Wir haben den Stern, das ist alles passiert. Du hast einen Grünstern erhalten, Grünstern 1 in der Honighüpfer-Galaxie. Du hast Stern erhalten, Münzen erhalten und Spielwut gesaved. Gut. Und weiter geht's. Kometenalarm. Ja. Gut. Dann wissen wir jetzt, wo der andere ist. Dann gehen wir da ganz schnell hin. Weil der Anfang eher irgendwie langweilig ist. Bubloop, buff, bubloop, buff. Den kriegen wir jetzt leicht. Da müssen wir einfach nur hochfliegen. Von der Biene aus. Kann man, ach, man kann nicht vorspulen. Kommen wir nicht da zur Biene gleich hinein? Wir müssen erstmal den Anfang machen. Na gut. Dann machen wir den Anfang. Es macht ja so viel Spaß. Singen sollte ich aber nicht. Das ist keine gute Idee zu singen. Nee, singen ist keine gute Idee. Also singen war schon immer schlecht. Das war nicht so schön. So, quitsch. Und darauf. Und hier rüber. Und hier hin. Oh, gut, geschafft. Hat sich ein bisschen angehört wie die Batman-Team. Batman. Egal. So. Lass mich da hin. Dankeschön. Und hier. Hier, auffüllen und weiter geht's. Und hieb und hier hin. Und hupf, genau. Und hier rüber. Und so auch schon wieder am Pflaumkraut. Wow, wie haben wir das denn geholt, das Pflaumkraut?
jeden Fall sehr interessant. So. So. Man kommt gar nicht so hoch mit dem Pflaumenkraut hier. Ach Mensch. So, jetzt hier. Oh, wir sind schon gleich hier oben. Das ist ja perfekt. So. Dann hier auf die Blume. Komm, damit kannst du nach oben. Ah, geht das? Geht das? Ja, das geht, oder? Ja, das geht. So mustert. Und hier hoch. Und zack. Und hier. Hallo Biene. La 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 la. Kannst du mir... Oh, Ulla, ich war da gar nicht richtig drauf. Na, da hat sie mich schon angefragt. Gut. Wie bekommen wir das denn jetzt am besten? Oh, jetzt habe ich Fehler gemacht. Aber gut, hier gibt es dann nochmal gleich Biene. Aber den kriegen wir bestimmt ganz locker, den Stern hier. So. Wir müssen, glaube ich, jetzt hier, genau, und dann hier hochfliegen. Oh, das war ganz leicht. Gut, haben wir den grünen Stern auch. Gut. Ach, wir haben immer noch Zeit. Dann können wir nochmal in die nächste Galaxie hingehen und einen grünen Stern holen. So, 183 Sterne haben wir schon. 184 Sterne haben wir schon. Das ist echt wow. Wir sind nun schon ganz schön weit. So, das haben wir alles. Nochmal kurz hier Weltenkarte. Kann ich die Weltenkarte gut checken? Na gut, dann nicht. So, Glitzerstrandgalaxie. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Dann holen wir hier noch einen Grünstern. Und dann geben wir die restlichen Sternteile, genau, den Tod. Und dann beenden wir das Video und auch meine Aufnahme. Meine Aufnahmephase. Nehmen wir mal jetzt eine Aufnahmephase, oder? Ja, ich weiß es gar nicht genau. Ist jetzt auch gerade egal. So. Und zack, hier hin. Und zack. Ich finde voll lustig, dass hier ein Knochen trocken gibt, der gleich am Anfang runterfällt. Das ist voll... naja, gut. Vielleicht sollte das hier erst eine Desert-Welt werden. Also eine... Desert, nicht Wüstenwelt. Das ist schon ein besseres Wort. Oder man hat ihn aus Versehen hier platziert. Na, irgendwie... Na, irgendwann muss er jetzt schon haben. Und dann wurde er halt vergessen weg zu... replacen. Also, zu löschen. Na gut. So, ich höre schon mal einen Stern. Wie komme ich denn hier rauf? Auf das Dach. Denn da oben ist nämlich ein Stern. Da will ich hin. Wie komme ich auf das Dach? Na, so nicht. So nicht. Ach, guck mal hier. Vielleicht von hier aus. Und hier. Denn da auf dem Dach ist ein Stern. Ne, wie soll ich denn darauf? Hä? Da ist doch ein Stern, oder nicht? Ah, ne, nur Lehm. Oh, hab nicht so gesagt. Na, ich sehe einen Stern auf einer Palme. Dann holen wir uns den da. Holen wir uns da den Stern auf der Palme. Nehme dich mal mit. Und Lucky, du schüss. Na gut, ich hätte springen müssen. Ist ja egal. So, da hinten ist ein Grünstern, den wollen wir haben. Hallo Palmas. Oh, das hat mal ein bisschen geleckt am Anfang, aber gut. So. Wie komme ich... Oh, nein, nein. Ja, bitte, danke. Nein. Ich habe die Box kaputt gemacht. Jetzt habe ich die Box kaputt. Ich habe die Box kaputt gemacht. Gibt's das denn? Okay, dann holen wir uns einen Stern. Kann man den da bekommen? Ja, den bekommen wir so durchs Wasser. Ist hier irgendwo eine rote Frucht? Da ist eine rote Frucht. Holen wir uns einen guten Stern. Holen wir uns den beim nächsten Mal. So, und zwar hier. Ja, perfekt. Gut. Dann haben wir diesen grünen Stern hier. Und dann gehen wir noch schnell bei Todd unsere Sternteile ab. Und dann schauen wir mal, in was er sich dann verwandelt. Und dann beenden wir auch hier unser Part. Video Nummer 58 müsste das sein. Jo. Und gespeichert. Gut, dann gehen wir mal hier ab. Die 1500, die wir erreicht haben hier in dieser Aufnahme von 5 Videos, die ich heute gemacht habe. War nur 5, ne? Ah, weiß ich nicht genau. Oder? 5? Also ist egal. So. So. Ja doch, ich habe 5 Videos heute aufgenommen. So. Und zack. Da sind ganz schön viele Sternteile. Schau mal, ich habe das hier im Lager gefunden. Yay, ein Leben. Jemand könnte mir die Stäbitzen erträgen, jetzt diesen Schwild. Ach, schade. Ich dachte, der verwandelt sich immer bei 1000. Na gut. Egal.
Damals hat sich auf jeden Fall von diesem Video. Wenn es dann aber nichts mehr wieder. Wenn es wäre es jetzt bei Summer Galaxy 2 German von mir, den Yoshi Tendo. Bis dahin, sage ich ciao, euer Yoshi Tendo.